Hier steht gar nicht, wie viel Follower er hat. Ich kann ihn auf jeden Fall hier drüber folgen. Folgt seit 14 Minuten, hat im Januar den Account hier erstellt. Folgen. Marc hat 132 Nachrichten schon geschickt. Nicht nur heute, ne? Das ist zählt für alle Tage. Eggy 120. Krass. Finde ich auch eine geile Statistik irgendwie. Da kann man auch irgendwie so eine kleine... Weiß ich nicht, kann ich denn, wenn ich Kanalpunkte mache, kann ich die Kanalpunkte auch jemandem geben? Kann ich sagen, hier, ich möchte denen jetzt einfach mal 1000 Kanalpunkte schenken? Geht sowas denn auch? Weil wenn das geht, würde ich sagen, bei 1000 Nachrichten... Nee, geht nicht, sagt er. Schade. Das wäre cool. Ich dachte, wir können hier mal ein paar Creeper klatschen. Aber irgendwie ist mir das hier echt ein bisschen zu überlaufen gerade. Ah, oh, das wäre schön gewesen. Die sammelt man fürs Gucken. Wenn man einen Sub verschenkt, kriegt man Kanalpunkte. Da kriegt man Kanalpunkte. Für alles kriegt man irgendwie Kanalpunkte. Und dann kannst du ja Nachrichten hervorheben lassen oder so. Lasst mich mal ganz kurz was essen, Freunde. Genau, für Sounds einsetzen zum Beispiel, sowas auch. Genau, ja. So ein Furzgeräusch wäre auch ganz cool. Ja, genau, Furz fürs Lachen. Müsstet ihr doch, den hier hört ihr doch auch, oder? Habt ihr gehört, oder? Ja, aber leise. Ja, weil es recht leise eingestellt ist, wegen der späteren Schneiderei. Aber es wird, Haggy, es wird irgendwann besser. Irgendwann gibt es hoffentlich nichts mehr auszusetzen hier an dem Stream. Das ist mein Ziel. Und dich umzubringen ist mein Ziel. So kriegen wir denn nämlich wieder ein bisschen Dings hier. Ein bisschen, TNT, Schwarzpulver. Das ist ja nicht verkehrt. So, wir bleiben auf jeden Fall noch hier. Und ich würde sagen, wenn es Tag ist, beenden wir. Da wollte ich gerade nicht zu weit zurückgehen, wegen diesem Vogel hier. Und wir haben hier noch das... Oh nein! Das Schwert müssen wir nehmen. Mit doppelter Plünderung, verdammte Axt. Den müssen wir jetzt zwar öfter treffen. Aber hat ja mehr Sinn. Wir wollen ja viel TNT rauskriegen. Ah, siehst du, wir müssen den nämlich viermal treffen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Plünderung 3 ist, glaube ich, das höchste, ja. Wie viel haben wir denn? 9, das ist nicht so viel. 20 hätte ich schon ganz gerne. Nur einer bitte. Nicht beide, Creeper. Das macht man nicht. Nein, das macht man nicht. Ja, damit ist er sofort weg. Da habe ich vergessen zurückzulaufen. Er will nicht, oder was? 1, 2, 3, 4. Spinnen gehen weg, weil da ist nämlich hier Nemesis drauf. Zack.
Und zack. Und zack. Und zack. Ich vergesse auch immer so zu machen. Wie war das? Man kann doch das Schwert irgendwie nach vorne halten, so als Tarnung, abschirmen, so. Bei einer Explosion. Das vergesse ich auch immer. So, die sehen mir alle. Zu viel auf dem Haufen. Ich darf auf gar keinen Fall so einen Vogel kommen hier. Alter, guck dir diesen Haufen an. Kein Bogenschütze. Das ist immer kacke, so ein Bogenschütze. Alter, guck mal, die Zombies, die reagieren aber auch sofort, ne? Ruckzuck sehen die dich. Oh, kommt hier noch so ein Baby an. Darf ich mich mal ganz kurz umdrehen, Freunde? Gut. Alter, die haben aber eine deutlich größere Reichweite, ne? Guck mal, wie weit die gerade hinten standen, die Vögel hier. Und wie schnell die auf einmal da waren. Oh, jetzt wird's eng. Ah, oh, jetzt hast du von jedem Monster quasi eins hier. Ich will dich nicht. Du hast Läuse. Auf jeden Fall gibt es auch schon wieder schöne Punkte hier, ne? Das ist ja. Wir kriegen TNT und Punkte, das ist doch super. Ich würde mich gerne nochmal an so einen Creeper ranmachen. Komm, da hinten ist so ein Creeper. Oh, komm her. Komm her, mein Kleiner. Gib Papa einen Kuss. Lass dir in den Arsch schießen. Ja, oder so. Hm. 18, okay. Einen noch, das wäre cool. Einer noch. Da haben wir 20. 20. Hier alle mal aufscheuchen. Jetzt werde ich aber übermütig. Oh, Junge. Jetzt bekämpfen die sich da. Oh. Das klappt auch nicht, wenn die dir in den Rücken schießen. Oh, Junge. Oh, lass mich doch in Ruhe. Jetzt ballern die sich gegenseitig ab. Oh. Hallo, es ist Tag, geh weg. Ich will noch. Da ist noch einer. Machen wir erstmal den. Die verbrennen ja nicht, ne? Nee, Creeper verbrennt nicht. Gut, dann machen wir den nochmal. Oh, das war knapp. So, haben wir 23. Das ist doch hervorragend. Ich würde sagen, wir gehen da oben auf den Berg und dann beenden wir erstmal die Aufnahme. Und bei der nächsten Aufnahme und beim nächsten Stream geht's dann wieder Richtung nach Hause. Ich denke mal, damit werden wir dann den ganzen Stream beschäftigt sein, fast. Überwiegend. Und zu Hause dann wieder aussortieren. Aber haben wir es mal gemacht wieder. Schon lange her. Wurde auf jeden Fall mal Zeit. Hat Spaß gemacht. Haben geile Sachen gesehen. Und wie lange nehme ich jetzt auf? Stunde 44. 2 Stunden 20 streame ich. Stream ich.
dafür sehen wir ja da oben was Geiles. So, was ist dahinter? Ja, es geht weiter mit dem Biom. Was Besonderes? Nö. Ah, schon geil. Schon geil. Die neuen Biome sind geil. Und es gibt ja noch so unfassbar viele Biome. Das sieht auch geil aus da hinten, ne? So, ich verabschiede mich erstmal bei YouTube. Ihr Lieben, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, nächstes Mal läuft's noch ein bisschen besser. Auch bezüglich Ton. Der könnte vielleicht nicht so gut gewesen sein, die letzten Folgen. Schauen wir einfach mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ich muss hier die Aufnahme da noch beenden. So. La la la. La la la. Wo ist denn jetzt hier dieser Sammy? Den habe ich auf jeden Fall schon mal gefolgt. Ich will mal öffnen. Der hat einen Follower. Der hätte jetzt mich als Follower. Der streamt doch gar nicht. Warum soll ich ihn denn folgen? Was will man denn mit Follower bei Steam, wenn man da nichts macht? Verstehe ich nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, Eggy, aber das ist ja nicht so, dass du die wolltest, oder? Wolltest du die auch? 4 Follower hast du. Oder diese, ich denke mal, die kommen auch einfach so, ne? Mal, wenn man irgendwo live ist. Aber er hat ja, er wollte ja einen Follower haben. Naja, vielleicht will er irgendwann mit anfangen. Ist egal, ich habe ihn auf jeden Fall gefolgt. Ach, dein Bruder und so. Ja, den folge ich dir doch auch. Vielleicht fängst du ja auch irgendwann an. Aber bei dem Theater, den ich hier immer habe, hast du bestimmt keinen Bock drauf. Also ich finde diesen Facecam-Rahmen schon ganz geil eigentlich. Er macht schon was her, finde ich. Ja. Finde schon. Ich würde sagen, ich rauche jetzt noch eine und dann bin ich raus. Dann werde ich noch eine Runde schneiden. Ich werde mal gerade eben ganz kurz hier mal ich kann das Minecraft von heute noch gar nicht schneiden. Ich muss erstmal das Minecraft vom letzten Mal noch zu Ende schneiden. Glaube ich. Gucke ich mir gleich an dann. Wann machen wir eine Minecraft-Community? Du meinst jetzt wegen Minecraft zocken zusammen oder wie? Also das können wir auf jeden Fall machen auf den Server von Laming. Wir haben ja einen Server, der heißt Laming. Abgeleitet von Lame und Gaming. Da könnten wir, hat ja Zen gesagt, schon... da könnten wir ein Dings machen, eine kleine Gruppe machen, wo wir reingehen und dann da halt quatschen können und dann halt auch Minecraft zocken können. Aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern. Erstmal will ich hier alles am Laufen haben und so. Und sowas wäre wirklich tatsächlich auch am besten, wenn wir das machen, wenn mein Sohn in Hannover ist. Weil dann kann man sagen, okay, man... Ach, das ist ja cool. Dann kann man sagen, man setzt sich da einfach jetzt mal ein paar Stunden dran, ne? Kann man... Ja, klar, das wird natürlich auch gestreamt. Also ich werde nichts spielen, was ich nicht streame. Ich werde alles, was ich spiele, streamen. Was ich jetzt sagen wollte.
Oh, ich muss TikTok wegdrehen. Oh, ich habe vergessen, ihnen Hallo zu sagen. Verdammt, bist du noch da? Ah, Mann, ich achte gar nicht mehr so auf TikTok. Naja, ist halt so. Was würde ich jetzt sagen? Ja, genau, wenn Mila nicht da ist, am besten. Weil dann so 2 Stunden lohnt sich halt einfach nicht, ne, da drauf zu sein dann. Wenn, dann sollte man wirklich sagen, okay, man macht mindestens 4-5 Stunden. Ne, dann streamt man 4-5 Stunden, nimmt's auf und lädt dann das hoch als Minecraft-Spezial oder Minecraft-Discord-Game oder TikTok-Kopfphantom-Community-Game, Minecraft. Und daraus macht man dann einfach 5 Folgen, jeweils 1 Stunde lang, oder 4 Folgen, jeweils 1 Stunde lang. Und die macht man dann halt jeden Tag 4 Tage am Stück, lädt man die dann halt hoch und gut ist. Weil eine 5-Stunden-Folge würde ich jetzt auch nicht hochladen wollen. Das ist schon, also 5 Stunden ist schon krass. Aber wenn, dann müsste man das so machen. Ja. Und vielleicht ist er wahrscheinlich dann, also jetzt ist er ja am 13. in Hannover. Aber in dieser Woche vom 13. bis zum 17. werde ich es nicht schaffen. Ich kann tatsächlich leider erst ab Februar. Ab Februar würde das erst funktionieren. Und da wollte ich so viel streamen. Mal weniger trinken, mehr streamen. Ah, man muss auch aufpassen, Marc, es darf auch nicht zu viel sein. Es dürfen jetzt auch nicht irgendwie 10 Leute oder so sein, weil das klappt dann halt einfach nicht mit dem Quatschen. Guck dir mal einen Stream an, wo 10 Leute auf dem Server sind und zocken, da wirst du affig, wirst du da. Also ich sag mal, es sollten maximal 4 Leute sein, also du, ich und noch 2 andere. Mehr sollten es eigentlich gar nicht sein, vielleicht maximal noch 5. Und wenn man noch ein fettes Auge zudrückt, vielleicht 6, aber dann ist auch wirklich gut. Also wir sollten da wirklich keine, weiß ich nicht, sein. War den Tag ja auch, wo ich hier mit den anderen zusammen aufgenommen habe, ne, da kamen dann auch ein paar von denen rein, das war auch super, die haben auch einen Follower da gelassen. Das ist natürlich immer super für den Kanal. Aber zu viele Leute, das ist zu viel Gequassel und dann hörst du gar nichts mehr. Dann ist der Stream einfach nur noch voll. Dann müssen auch, genau, dann müssen auch alle aufpassen, was sie sagen. Es kann ja nicht das FD-Wort gesagt werden. Schimpfwörter und so. Klar kann man mal Scheiße sagen, wenn jetzt irgendwie was blöd läuft. Ne? Denn, aber nicht unfassbar rumfluchen, nicht beleidigen und sowas. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und halt auch nichts aus der rechten Ecke so, ne? Das ist bei Zen ja immer so die Gefahr. Ja, aber das kriegt man auf jeden Fall hin, ja. Aber wollten wir ja so machen. Wir wollten ja so einen kleinen TikTok-Server machen. Wie bitte? Er kommt einfach aus der Ecke, wie bitte? Du weißt genau, was ich meine, Zen. Wie bitte? Wo kommst du denn jetzt auf einmal her, sag mal? Das gibt's doch nicht. Er wird mir halt auch einfach gar nicht als Zuschauer angezeigt. Kann man das ausstellen? Ach, schön. Ja, aber das kriegen wir alles hin. Was ist das denn bitte für ein Emoji? Das ist bei mir einfach nur ein Ball, der links weiß ist und rechts weiß gestrichelt ein bisschen. Verrückte Welt. Das kam so geil. Wie bitte? Hatten wir ja schon mal bei. Sollte eigentlich ein Ninja sein. Ach so. Turtles. Sehr gut. Ja, hatten wir das.
schon einmal gehabt bei The Forest, wo ich es nicht rausgeschnitten habe dann. Ach ja. Oh, die Anna ist da. Anna, ich grüße dich. Hallöchen. Erste Chatnachricht des Zuschauers. Hallo. Ja, sehr geil. Also ein Reel ist auch geil von Eggy. Sieht doch eh kein Schwein. Ah, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich kann ja mal ganz kurz in die Statistik rein. Zaun? Das würde ich jetzt nicht sagen. Das halte ich für eine Lüge. Also wenn wir mal gucken, von gestern hat 7 Aufrufe. Das eine Minecraft hat von mir 46 Aufrufe. Keine Ahnung, warum das 46 Aufrufe hat. Das von vor 3 Tagen. Das heißt einfach heftig, Mann. Das ist nichts irgendwie Anstößiges oder an... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das davor hat 16 Aufrufe. Gut, die Folge heißt Twitch. Auch hier der Abbruchsimulator, 44 Aufrufe vor 5 Tagen. Dann hast du hier wieder eine Folge von Minecraft von vor einer Woche mit 41 Aufrufen. Das bin ich gar nicht gewohnt. Bin ich krass. 24 Aufrufe. Auch teilweise die Folgen von Green Hell. Auch. Hier, Green Hell Folge. Einfach mal 125 Aufrufe. Ich bin es nicht gewohnt. Klar, die ganz erschrocken. Die durchschnittliche Wiedergabezeit ist natürlich sehr gering. Ne? Gucken wir uns mal hier die Wiedergabezeit an von 46. 38 Sekunden, ne? Aber Aufruf ist Aufruf. Aber wo waren das hier? Die Twitch? Die Twitch-Dings hat 16 Aufrufe und 2 Minuten 23. Das ist okay. Das ist zwar nicht so unfassbar viel, aber es ist schon mal okay. Was hatte jetzt die meisten Aufrufe? Ich glaube, das war GTA, ne? Unabhängig von den Shorts. GTA 136, dann kommt die Green Hell Folge 125. Forest und so. Also die letzte Woche so, die letzten ein, zwei Wochen auf einmal deutlich mehr Aufrufe. Also ich habe momentan in 48 Stunden um die 120 Aufrufe. Kontinuierlich bis jetzt, das ist schon nicht schlecht. Und auf einem anderen Kanal sieht das auch nicht schlimmer aus, irgendwie. Da sind auch durchschnittlich auch um die 120 Aufrufe in 48 Stunden, obwohl ich da schon ein halbes Jahr nicht so hochgeladen habe. Da ist das Video mit den meisten Aufrufen Sperrbehindertenausweis mit 8.366 Aufrufen. Das wäre mal so ein Träumchen. Regelmäßig 8.000 Aufrufe auf Let's Plays. Das wäre natürlich ein Träumchen. So, ihr Lieben, ich bin jetzt raus. Beende den Stream. Ich habe noch kein Endscreen, ne? Also es wird jetzt einfach gleich weg sein. Ich mache Facecam weg. Lass den Stream noch ein paar oder ja, ich lasse den Stream einfach noch ein paar Sekunden laufen dann wegen dem Delay. Und für morgen früh gibt es dann wieder irgendwas Neues. Ich guck mal, was ich da, wie ich mich weiterentwickeln kann. Wahrscheinlich werde ich den morgen mal mit 2 OBS aufnehmen. Werde nochmal gucken, dass ich das mit dem Ton hinkriege. Werde jetzt Scholli gleich nochmal schreiben. Ja. Ihr Lieben, habt vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für euren geilen Support. Auch nochmal Dankeschön an Eggy für gestern. Das hat echt viel gebracht. Heute haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Follower bekommen. Ganz erschrocken. Ihr Lieben, macht's gut. Bis dann. Tschüssi.